Ja, und da sind wir schon wieder und wir fangen ungefähr da, wo wir vorher auch waren. Also, wir steigen gleich ein. Let's play Satisfactory. Und damit herzlich willkommen und moin moin zu einer weiteren Folge Satisfactory mit dem guten Ragnar. Wir waren gerade dabei, uns ein bisschen Kohle zu organisieren. Und ja, wir sind eigentlich genau da, wo ich vorher auch war, nur dass ich jetzt schon mal ein paar Sachen geholt habe. Mir wurde ja in den Kommentaren geschrieben, dass wir da hinten noch mehr Kohle haben. Und das, ja, würde ich dann gleich ausnutzen wollen. Jetzt habe ich nicht genau geguckt. Habe ich genug für alles mit? Sonst muss ich nämlich doch nochmal zurückrennen. Nö, sollte reichen. Wir können also noch zwei Miner da hochziehen und wenn wir schon mal hier sind, nehmen wir gleich mal ein bisschen Strom mit. Wir scannen noch einmal nach der Kohle, wo auch immer die gelandet ist. Ist jetzt doch schon wieder eine Woche her. Da haben wir sie. Na denn, auf geht's. 600 Meter ist nicht die Welt, ne? Ich glaube, das kann man schaffen. So, zack. Müssen wir nicht dreimal ranrennen, das ist eigentlich auch schön. Und haben den gleich alles dabei. Ah, das sieht doch schon sehr danach aus, wo wir hinwollen. Jetzt müssen wir nur einen Weg runter finden. Das sieht gut aus. Und ich glaube, da vorne sind dann nachher auch schon gleich unsere Fließbänder. Ja. Da sind sie. Und das hätte fast wehgetan. Und zack. Ist der Strom auch schon fast da? Ist doch herrlich. Es geht so schnell bei diesem Spiel. Herrlichst. So. Und weiter geht's. Wir wechseln offensichtlich einmal die Seite. Und dann gucken wir erstmal, wo hier die weiteren Kohlelager sind. Oh, zu lang. So. Einmal so rum, einmal so rum. Ist ja auch schick. Wir bauen die Natur quasi zu. Zack, der nächste. Und dann ich denke bei dem Gegröle von den Viechern immer, gleich kommt was, gleich kommt was, gleich kommt was. Aber es ist gar nichts. Zack. Meine Güte, war es so weit weg? Ist ja irre. Nicht genug Freiraum, das ist ja halb so wild. So, der kommt hier hin. Das reicht uns dann erstmal, wenn wir hier noch ein bisschen gucken müssen. Dann gucken wir mal erstmal, was hier noch so an Kohle liegt. Das hier ist recht offensichtlich Kalkstein, oder? Ja. Schau mal einer an. Kohle. Leck mich fett. Zack, gleich den nächsten Miner drauf. Gucken, dass der ungefähr so steht wie der andere. Zack. Kommen wir hier durchs Dickicht durch? Ja, irgendwie, ne? Dann hauen wir da mal gleich einen Splitter mit ran, einen Merger mit ran. Ach, ich bin schon wieder doof. Merkt ihr das? Wenn ich eine Woche nicht gespielt habe, stelle ich mich so ein bisschen glatt an. So, jetzt ist der Hammer da. Das heißt, die sollten dann auch. Habe ich jetzt einen Splitter gebaut? Ja, natürlich habe ich einen Splitter gebaut. Ich will aber einen Merger. Zack, drauf, zack, dran. Und dann haben wir schon mal zwei Fließbänder voll. Naja, voll. Und dann kicken wir mal, wo die angebliche Nummer 3 ist. Es sollen sogar 4 sein, wobei einer aufgesprengt werden müsste. Was ich ja noch nicht kann. Obwohl ich gerade schon mal den Schwefel in den Analysator gepackt habe. Das heißt, so weit dürfte der Sprengstoff nicht mehr sein. Gucken wir mal hier hinten auf der anderen Seite, wa? Was ist das denn? Hast du ein Feuerheini? Nö. Wir wollen keinen Ärger. Scheiß Grünzeug hier, man sieht nix. Oh, was ist das denn? Gar nichts. Herrlich.
Nix und wieder nix. Da kommen wir erstmal noch nicht rein. Und dann sehe ich tatsächlich keine weitere Kohle. Aber Himbeeren. Nom nom nom. Ist jetzt eigentlich wieder in meinem Inventar gelandet? Ja, das finde ich ein bisschen ätzend. Hab ich doch gerade einer angeschrien. Ich denke hier immer, ich werde gleich von hinten angegriffen. So, aber nix war der mit Kohle. Was ist das hier? Oh. Wo kam das her? Okay, bisher Glück gehabt. War das hier? Wo bist du? Na los, zeig dich. Da. Erwischt. Natürlich hat er mich erwischt. Assi. Da haben wir Kohle. Na perfekt. Glück im Unglück. Manchmal läuft's, ne? Also ich glaube, der muss nach da ausgerichtet werden. Oder? Vertue ich mich jetzt? Habe ich gerade ein bisschen verfranst, ne? Wo sind denn meine Förderbänder? Bin ich doof? Ich mich so sehr verfranst? Da ist mein Lift. Dann muss der hier lang sein. Okay. Hopp. Bauen wir gleich wieder neu. Und bitte nach da. Zack. Und los geht's. Na, wo sind sie? Na, nun wird's aber komisch hier. Na komm. Wo sind sie denn? Bin ich doof? Ich hab da hier mein Fließband gesehen, oder was? Meine Güte. Das ist aber mal verschachtelt hier. Und wir hier den... Ach, wir bauen aber einen neuen. Ich meine, daran soll es ja nur echt nicht mangeln, ne? An so einem bescheuerten Merger. Der da aber ein bisschen scheiße sitzt. Wenn es wieder schnell gehen soll, ne? So. Zack und zack. Und dann geht das doch. So. Dann hatten wir... Hier unseren Strom. Ne, da sogar schon unser Strom. Einmal für dich. Und einmal für unseren Kumpel hier etwas weiter hinten. Ach, und da ist der nächste. Hm. Hm. Das? Leitung zu lang. Na gut. Wisst ihr was? Ich drehe ihn nochmal in die Richtung hier. Meiner Mark 2. Dann gehe ich nämlich doch hier ran. Das ist ja Quatsch, hier nochmal komplett außen rum zu gehen. So. Da guckst du hin. Zack. Und dann gehen wir stumpf hier rüber und dann passt das schon. Wie ätzend. So. So. Dann kriegt er noch Strom. Und dann läuft das doch. So. Den haben wir hier runter schon mal Strom verlegt. Haben nochmal zwei Kohledinger mit dran. Reißen den Scheiß hier noch weg. Und den führen wir den ganzen Kram nochmal ab nach Hause, würde ich sagen.
Zap, zap, zap. Zap. Und dich brauchen wir auch nicht. Gut. Das gefällt mir. Kleine Ressourcentrasse. Kriegen wir die überhaupt alle runter? Jetzt muss ich gerade mal gucken. 60 pro Minute. 180, 240. Und die Förderbande schaffen 270. Ja, schaffen wir. So geht es. Gott, ich gucke mir gerade die Aufnahme hier nebenbei an. Und die sieht echt aus, als würde sie ruckeln. Ist ja ganz ekelhaft. Woran liegt das denn? Na gut. Ist das so? Wird schon alles am Ende passen. So, jetzt habe ich nicht aufgepasst. Wir wollten hier weitermachen, ne? Wir haben mal zum Glück von allem genug da. Oh, das ist ja Boden zu steil. Na, das können wir ja ändern. So. Dann probieren wir das nochmal. Sollte da gar nichts mehr zu steil sein. Aber ich komme nicht ran. Müssen wir erstmal hochhopsen. Daran soll es dann ja auch nicht hapern. Also ich warte ja tatsächlich oder freue mich auf die den Zeitpunkt, wenn die nächste EA kommt und ich da unten endlich mehr Taskleisten habe. Ne? So wie es ist, nervt es mich ein bisschen. So. Sauber. Ach komm, ist euch dein Ernst? Es geht nicht. Nicht genug Freiraum? Jetzt sag nicht wegen dem Scheißding. Dann machen wir es so. So. Haha. Von wegen. So, da kommt die Kohle. Ab durch den Busch. Im wahrsten Sinne. So, jetzt müssen wir das noch irgendwie zu dem Weg hier kriegen. Oh, das ist ja quasi ums Eck. Die beiden gefallen mir aber gar nicht. Was wollt ihr denn hier? Oha. Ich wollte gerade sagen, stirbst du jetzt mal? Karton. Nicht mit mir. Zack. Zack. Führen das. Moment. Das nehmen wir nochmal weg. Zack. Dann gehen wir hier hin. Dann gucken wir mal, dass wir das hier irgendwie mit lang führen können. Einfach aus Prinzip. So. Da müssen wir wohl einmal die Kettensäge anlegen. Und weg damit. Zack. So. Sieht doch gut aus, oder? Ich würde sagen, wir nehmen das so. Runter geht's. So, dann. Ernsthaft. Hoho, ist ja Millimeterarbeit. So soll's. Oh, sauber. Wie gut ist das denn? Und dann setzen wir überall nochmal so einen rauf hier, wa? Na, kriegen wir das hier irgendwie hin? Komm mal hoch da. Hm. Jo, passt. So, du kommst dann weg. Dafür kommt so einer dahin. Und gleich noch einer drauf.
Da haben wir einen Druff und den Löptat. Und nach da. Ja. Kann ich, glaube ich, mit leben. Und dann führen wir den Rest nach da. Ach, Strom müssen wir gleich noch mitnehmen. Nicht, dass ich das auch mal wieder vergesse. Einmal so. Ist hier alles angeschlossen schon? Ich glaube nicht. Nee. Eins. Zwei. Und. Idiot. Und hier sollte ja irgendwo auch nochmal Eisen sein, ne? Ich muss gleich nochmal gucken hier. Wenn ich schon nochmal hier bin. Bevor ich noch ein paar Mal hin und her renne. So. Du machst mir hier erstmal noch so ein Stöckchen hin. Der verbindet den, der verbindet den. Da, tatsächlich. Scheiß die Wand an. Da passt tatsächlich noch eine hin. Ja, kacke, die kriege ich gar nicht mehr alle mit einem Band weg. Das ist ja doof. Dann muss das alles nochmal weg. Den bauen wir da gleich drauf. Dann nochmal. Nee. Merger, Junge. Fusionator. Und zwar so. Und der bringt dann einfach die beiden hier zusammen. Gucken wir mal. Zack. Und zack. Und du gehst da oben ran. Zack. Meine Güte, was ein Kuddelmuddel. Aber es funktioniert. Aber es funktioniert. So, machen wir hier noch wieder einen drauf. Haben jetzt alle Strom? Immer noch nicht, ne? Ne. Jetzt müssten alle laufen. Der Strom geht von überall nach überall. Schrecklich. Strom kann man so weit ziehen, ey. Fangen wir doch mal mit denen an. So, wir wollen drei Förderbänder. Eins, zwei, drei. Eins, zwei, drei. Von da gehen wir dann erstmal halt dahin. Von da, ach komm. Na, da. Da oben auch nochmal ran. Meine Fresse. Jetzt habe ich schon die besseren Förderbänder und habe immer noch zu wenig Zulaufkapazität. Das ist ganz schöne Steigerung unserer Produktion hier. Meine Güte. So. So weit, so gut. Gleich die zwei nächsten. Einmal nach da. Einmal nach da. Und hier geht's auch gleich weiter. Zack. Und zack. Und jetzt sollten wir mal Strom nachholen. Na, wo ist der blöde Mast? Da ist er. Hier ist zu lang, also bis hier. So. Tü-tü-tü. Das läuft hier wie ein Länderspiel. Daran und daran und daran und daran. Ich hoffe jetzt schon, dass ich bald Level 4 Förderbänder habe. Meine Güte. Es wird und wird nicht weniger. So, jetzt. Okay, warum habe ich das letztes Mal so gebaut? Ich weiß es nicht, aber es ist okay.
Na komm. So. Oh, da wird's echt ein Gefrickel. Nee. Ich hätte mich auch einmal bewegen können, ne? Aber manchmal ist man einfach für jeden Schritt zu faul. Ich habe mich an die Neubelegung noch nicht gewöhnt. Muss ich leider einräumen. Na komm. Ich kann auch den Mast schon erkennen. Das Ei ist jetzt hier so rum. Zack. Oh, schon zu lang. Ups. Kann ja mal passieren. Dafür nehmen wir es jetzt gleich mit. Das geht noch. Das geht nicht mehr. Geht immer noch. Geht immer noch. Hier ist zu lang. So, dann können die eigentlich schon mal anfangen zu produzieren. Nee, 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 nee. Das muss nicht sein. Das muss nicht sein. Zack. Zack. Ah, Wasser und Strom zusammen. Das ist doch immer eine Spitzenidee, oder nicht? Meine Güte. Also, ich finde es ja tatsächlich beeindruckend, wie schnell... Scheiße. Dieses Spiel einfach größer wird, ne? Oh, die Dinger machen noch einen Krach. Wie im echten Leben. Nicht auszuhalten. Pumpen sind einfach immer low. Oh. Was ist nun los? Warum ist jetzt unser Stromnetz zusammengebrochen? Das gefällt mir gar nicht. Was haben wir denn da für eine Spitze drin gehabt? Mal ein kleiner... Wir sollten hier vielleicht auch mal eine Hypertube hochbauen. Also ich finde diesen Tube-Bahnhof tatsächlich immer noch eine gute Idee. So, alles steht. Seltsam. Da war tatsächlich eine Spitze drin. 450 Megawatt. Das war zu viel des Guten. Und dann müssen wir mal fix hier ein bisschen Kohle nachschaufeln. Hilft ja alles nichts. Bevor wir hier mit irgendwas anderem weitermachen. Und ich habe den Fabrikkomplex noch nicht mal dran. Noch nicht mal annähernd. Da kommt noch eine ganze Menge dazu. Da brauchen wir nachher Ständerwerk. Und ich glaube, alles, was drüber hinausgeht, mache ich auf die andere Seite. Die haben wir da. Ich habe gar nicht genug Kupfer da, um das überhaupt zu machen. Scheiße, noch eins. Das ist ja mal massiv ärgerlich. Aber da war von auszugehen, dass das recht bald ein Ende finden wird. So, erstmal Kohlekraftwerk. Geht das wieder los? Aber warum so plötzlich? Ich glaube, ich könnte den Engpass jetzt gerade sogar mit den Dings hier schaffen. Mit den... mit den regenerativen fossilen Scheiß, den ich da noch habe. Das passt. Eins und... Na komm. Zwei. Na, da ist... Ach, jetzt fehlen die Platten. Na egal. Es fehlt eh noch eine ganze Menge, ne? Von daher ist das ja recht gleich. Habe ich die da eigentlich auf dem Band gebaut oder auf dem Boden? Wir gucken mal. Da mal so hin. Förderbandsplitter. Die sitzen auf dem Boden, wie mir scheint. Komm mal. Du kommst mal weg. Und dann kommt hier nochmal einer hin. Haben wir überhaupt genug Kohle, um das zu bewerkstelligen? Ich bin mir nicht sicher. So, das müsste hinkommen. Habe ich da nochmal einen hingesetzt? Nein. Dann du nach da.
Und du nach da. Das nächste hier auch gleich nochmal. Aber es geht doch gleich viel schneller von der Hand, oder? So. Das läuft schon mal voll. Also, die Kohle scheint es ja erstmal nicht zu hapern. Also, ich weiß noch, wie ich vorhin das Kupfer rausgeschmissen habe, bevor ich losgelaufen bin, weil ich dachte, ach, Hauptsache, du hast genug. Na, wie heißt's? Hauptsache, du hast genug Stahl mit. Ah, Pustekuchen. So, das Wasser sollte locker reichen. Dann holen wir jetzt erstmal ein bisschen Blech. Das geht ja zum Glück recht fix. So einen kleinen Treppenturm hier. Da werden wir einen schönen Glasturm draus bauen nachher. Ich denke mal, in der Folge werden wir jetzt Glas bekommen. Wow. Finde ich ja richtig gut. Ich hoffe, ich brauche keine Ressource, um die Dinger dann zu bauen. Nur weil es aus Glas ist. Oh, Hypertubes, ey. Wie gut wären mehr Hypertubes. Ich sollte da echt viel, viel mehr von bauen. Oder endlich mal alles zu meinem Zentrallager führen. Das wäre auch eine Möglichkeit. Da muss ich hier nicht immer so sinnlos in der Gegend rumrennen. So, hier müssten wir Kupfer haben. Kupfer, dann können wir auch gleich Stahl holen. Der geht nämlich auch massiv zur Neige. Drei sollten reichen. Ach ja, unsere kleinen Anfangsgebäude. Gefühlt ist es schon wieder eine Ewigkeit her, dass wir den Scheiß fertig gemacht haben. Aber es ist noch gar nicht so lange her tatsächlich. So, davon haben wir vier. Und was brauchte ich für die Kohlegeneratoren noch, wenn wir schon bei sind? Verstärkte Stahlplatten, das ist doch auch kein Ding. Holen wir die auch gleich. Dann können wir da noch ein paar hinsetzen. Hinten haben wir auch lange nichts mehr gemacht. Zack. So. Ja, machen wir gleich beide Stacks voll. Dann sollten wir in jedem Fall genug haben. Rotoren. Ja, machen wir ein Stack zumindest voll. Dann hat sich die Nummer. Dann düsen wir da mal hoch. Unsere kleine Schreddereinrichtung hier. Kupfer steht tatsächlich. Ach ne, steht alles. Ha, ich Idiot. Okay, warum ist hier kein Kalkstein mehr? Achso, weil ich ja Container wohlwissentlich vorgeschalten habe. Damit das hier nach gleich wieder leider laufen kann. Dann wollen wir da mal hoch. Tü-tü-tü. Was für ein Scheiß. Was für ein Riesenscheiß tatsächlich. Das ärgert mich richtig. Ich hätte nicht gedacht, dass ich jetzt schon wieder so viel mehr Verbrauch habe. Aber gut, ich habe ja die ganzen Treibstoffdinger da rausgenommen. Ist klar, dass die Kapazität dann nicht ganz so lange reicht. So. Der steht natürlich falsch rum und ich bin einmal runtergefallen. Perfekt. Wenn scheiße, dann scheiße mit Schwung. Vielen Dank. Weg damit. So, und ich glaube, das nächst effizientere ist dann tatsächlich Öl. Da bin ich auch noch gespannt drauf. Ja, komm. Einen setzen wir da noch neben. Wenn wir schon dabei sind. So. Und so. Dann passt das doch halbwegs. Ach komm. So passt's. Die Splitter dazu. Richtig rum wäre gut. Ist auch geil. An zwei Stellen im Marker? Nee. Einmal und ein zweites Mal. Zack.
hätte vielleicht auch mal gucken können, ob ich überhaupt genug Kohle habe, um das alles voll auszulasten. Aber gut. An einem anderen Tag. So. Dann ziehen wir die Pipeline bis... Ach komm. Bis hier. Natürlich habe ich da genug Freiheit. Jetzt erzähl mir doch keinen Scheiß, ey. Ich will es doch eh nach oben machen. Pipeline-Stütze. So. Zack, genug Platz. Meine Fresse. Kann ja auch klein nicht sein. Nicht genug Freiraum? Wieso hast du nicht genug Freiraum? Was ist denn da im Weg? Sei jetzt nicht das Stromkabel. Was ist da jetzt ausgefallen? Nicht genug Freiraum. Was stört denn da bitte? Mal ein Stückchen weggehen. Hä? Da ist rot. Wieso ist denn der rot? Das macht da überhaupt keinen Sinn. Der pissige Wurmfortsatz... Ah, der ist rot. Jetzt haben wir es. Nicht genug Freiraum. Wie kann das denn sein? Was sind das für ein Tinnef hier? Ab nach da jetzt. Meine Güte. Was eine schwere Geburt. Ja, das passt so nicht. Habe ich verstanden. Das ist doof. Zeigt er mir noch keine Guideline an. Ist auch geil. Aber gut. Oh, dass er mich das nicht machen lässt, ey. Ist doch nervig. Völlig sinnlos. Soll er mich die setzen lassen, dann wäre auch gut. Lassen. Aber nee. Aber nie will er nicht. So. Na, sogar ein zu weit, wa? Ärgerlich. Nochmal eine Stütze. Pipeline ran. So. Dann die hier richtig setzen. Zack. Und zack. Die Folge habe ich mir auch anders vorgestellt tatsächlich. Hier jetzt noch wieder mit Strom rumeiern. War eigentlich nicht so mein Plan. Aber gut. Daran. 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 So. Dann kriegt ihr alle noch Golle. Und dann müsst ihr alles wieder dranhängen. Wir warten noch, bis sie vollgelaufen sind. Wasser habt ihr ja wahrscheinlich doch. Ein bisschen was habt ihr. Was einfach so nachdrückt, finde ich auch gut. Reicht auf jeden Fall, damit es anspringt. Und als Puffer, damit die Pumpen auch angehen. So, ich denke mal, Wasser sollte ich genug haben tatsächlich. Ich mache mir mehr Sorgen um Kohle gleich. Kann sein, dass ich da mit dem Splitter schon mal wieder ran muss. Aber das wird schon. So, da steht's und dann probieren wir es mal. Da ist eine Menge Wasser drin. Warum kann ich hier jetzt... Achso, weil ihr noch gar nicht am Stromnetz hängt. Aha, das wäre schlau gewesen. So. 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 Zack, zack, zack. So schnell kann es gehen. Ich habe vergessen, Kraftwerke anzuschließen. Oder hatte ich das vorher noch nicht? Was weiß ich denn? Du nach da. Du nach da.
Du nach da. Und... Nö, dann nehmen wir den nächsten. Und du nach da. Und dann wollen wir doch mal schauen. Das sieht gut aus. Oha, ist aber ordentlich was dazugekommen. So, das läuft. Wasser. Ja, die Pumpen müssen jetzt mal wieder anlaufen. Ich hoffe, es kommt genug. Wie sieht es bei euch aus? Ihr bleibt voll, das ist gut. Vielleicht müssen wir hier dann nochmal durchflaschen. Das sieht auch gut aus. Füllt sich und füllt sich auch. Sehr schön. Damit haben wir dann fast ein Gigawatt zusammen. Das ist ja Wahnsinn. Das ist ja richtig gut. Sehr schön. Wenn wir dann wieder Wasser bauen, nageln wir das hier an der anderen Seite ran. Das passt schon. Kohle haben wir offensichtlich auch mehr als genug. Wasser ist kein Problem. Sehr schön. Sehr, sehr schön. Dann können wir ja zu unserem eigentlichen Plan wieder übergehen. Ist ja die Wucht in Tüten. Zack. Zack. Können wir endlich hier damit weitermachen, was wir sowieso machen wollen. Das wird ja interessant mit dem Rohr. Da müssen wir vielleicht nochmal so einen Mast zwischensetzen. Aber wir schauen mal. Nee, komm, das geht gar nicht. Das geht gar nicht. Da bauen wir doch eiskalt nochmal um. Du weg. Du weg. Machen wir so. Und... nehmen wir die beiden und lassen das kurz übereinander laufen. Du gehst daran und du gehst daran. Oh, ich hoffe, die kommen da überhaupt hoch. Das dürfte ja auch noch interessant sein. Eins, zwei. Nach da. Nach da. Und dann darf das hier wieder fleißig runterlaufen. Einmal daran. Na komm. Und einmal daran. Das sieht ganz schön scheiße aus. Aber geht nicht anders, ne? So durchlaufen lassen oder durchglitschen lassen, finde ich halt auch assi. Dann lieber so. Na komm. Ja, wirst du wohl. Und die Rohstoffe sind auch schon hier vorne. Das ist ja herrlich. So, Wasser scheint auch zu laufen. Na, ja. Komplett voll. Sauer. Uns fliegt der ganze Scheiß also nicht gleich wieder um die Ohren. Hui. Er hat sich schon wieder verlaufen hier. Ach, einmal Kompetenzpersonal, das wäre so schön. Die indigene Bevölkerung geht mir auf den Sack, möchte ich einfach mal behaupten. Kann ich den an die umhauen? Und wenn ja, was bringt's mir? Ich meine, er ist so ein kleines Maskottchen hier, ne? Von meiner Fabrik. Ich glaube, er spawnt dann einfach auch nicht wieder. Und ich mag ja meinen kleinen Zoo, auch wenn er etwas seltsam läuft, aber na gut. Die Kleinigkeiten des Alltages. Da müssen jetzt nochmal zwei rauf. Da wird es dann irgendwann ganz schön matsch, oder? Ich glaube... diesmal machen wir nochmal anders.
Ja. Wir machen mal. Na komm. Direkt daneben noch so ein Stapel. Der dann erstmal 4 hoch ist. Sieht man das gerade scheiße? Ich weiß gar nicht, ob das gerade so geht. Ja, gerade so. Sehr schön. Einmal so. Dann passt das. Dann kommt das Eisen da runter. Und die Kohle läuft da hoch. Ist das richtig rum? Ja. Sieht gut aus. Ach, scheißegal. So, müssen wir da doch nochmal einen draufsetzen. Na komm. Keine Eisenrohre mehr. Also wie lange habe ich die ja nicht mehr nachgefüllt? Ich brech ab, ey. Wie ätzend ist das denn? Naja. 40 Minuten rum und ich hole echt Eisenrohre. Ach ja, Kraftwerkreihe ist auch größer geworden. Wir sind so effektiv heute. Wahnsinn. So, wie viel haben wir denn hier überhaupt noch von allem? Da nehmen wir nochmal 2 Stacks mit. Wie viel Stahl haben wir noch? Das geht. Es fehlt an Eisenrohren und ein paar Eisenplatten stecken wir auch gleich ein. Komm mal her hier. Den voll. Und dann holen wir nochmal, das sind auch Platten. Naja, komm, dann macht den Stack auch noch voll. Dann geht's hier allen gut. So. So, 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 so. Weiter geht der Spaß. Und dann gucken wir mal, wie wir das verteilen. Das eigentlich hier vorne hin, oder? Ja. Ich glaube, ich mache das nochmal anders. Ich werde das Eisen da drüber laufen lassen. Quasi das da. Ist überhaupt schon was drauf? Da würde theoretisch schon was laufen. Ja. Da kommt auch nochmal einer drauf. Das kommt da hoch. Und die Kohle geben wir dann hier hin. Das ist aber auch ein Oschi, ey. Meine Fresse. Und dann könnten wir nämlich... Ne, machen wir noch anders. Wie viel... kommt denn da an? Ja, 2 Förderbänder voll. Wieso eigentlich... Also das ganz oben ist Kohle. Das müssen wir jetzt erstmal sortieren hier. Das geht jetzt nicht weiter. So. So, wo läuft denn hier die Kohle lang? Da läuft die Kohle lang. Die nehmen wir jetzt da erstmal weg. Hey. Ja, transportier mal ab den Rest. So. Das ist schon mal nicht im Inventar. Dann haben wir hier den nächsten Stack voll. Und machen hier aber gleich nochmal so ein. So. Dann kommt das auch weg. Das tatsächlich auch. So, dann gehen die alle ein tiefer. Das ist Kohle. Gut. Ich muss mich hier gerade mal ein bisschen ordnen, ne?
So, das ist Eisen, das ist Eisen, das ist Eisen. So. Dann fließt da Eisen lang und da auch Eisen lang. Dann habe ich auf den Bändern da nämlich ausschließlich Eisen. Jetzt sehe ich hier bald nämlich nicht mehr durch. Eisen, 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 alles Eisen. Und hier geht es dann auch nicht runter, sondern läuft einfach fleißig weiter. So. Na, das. Du dahin, du dahin. Kannst du daran? So, noch viel mehr Eisen. So, da brauchen wir jetzt zwei Band, eins mit Kalkstein, eins mit Eisen und dann brauchen wir eins noch mit Kohle. So, die Kohle kommt jetzt hier und die wird auch in zwei Richtungen laufen. Wir gucken mal. Kriegen wir dich hier irgendwie ran? Da wahrscheinlich nicht. Doch, da auch. Aber das sieht bescheuert aus. So, jetzt kommt erstmal die Zufuhr für die Kraftwerke. So. Warum ist hier schon einer? Der ist unnötig. Warum habe ich den gebaut? So. Dann musst du tatsächlich dahin. Und von da kommt Kohle. So. So, dann kommt wieder Kohle rein. Und von hier schicken wir das weiter. Ist das sauber oder nicht? Also, ist doch fast wie gewollt. Wenn wir für den Überblick behalten, bauen wir nicht gleich alles voll. So. Eins, zwei, drei, vier. Du kommst einmal weg. Und von da kommt Kohle. Erst nach da. Und dann nach da. Doch wie gewollt. So, damit haben wir einen steten Zustrom an Kohle und einen steten Zustrom an Eisen. Wir haben Kalkstein und jetzt müssen wir das noch machen, was mir in die letzte Folge auch noch gesetzt wurde. Wir haben nachher zu wenig Betonproduktion. Um das hier zu befeuern. Denn da brauchen wir 30 Beton pro Minute. Moment. Wie viel produzierst du? 15 tatsächlich nur. Na, wie unschön. Ach du, das ist der Stahl. So, braucht 45. Dafür habe ich ja gar nicht genug Kalkstein. Na, wie uncool ist das denn? Brauche ich ja 90 Kalkstein, nur um so ein Ding zu befeuern. Da ist ja her meine ganze Anlage hinfällig. Moment. Das müssen wir anders. Dann musst du erstmal wieder weg. So, der Splitter hängt hier nur pro forma. Wohl, nee. Vielleicht kann er gleich wieder dahin. Produktion. Und Konstruktor. Warum kann ich den jetzt nicht bauen? Der stand hier die ganze Zeit. Nicht genug Freiraum. Was soll denn das?
Hier stand die ganze Zeit ein Konstruktor und jetzt geht das da nicht mehr, oder was? Achso, wegen dir. So, hier einer. So, der kommt da hin. Zack. Das kommt da auch wieder ran. Okay. So offensichtlich nicht. Werde ich denn den da stehen nehmen? So. Jetzt passt's. Sehr schön. So, und irgendwann komme ich ja mal hier hoch. Theoretisch können wir hier einen nebenbauen. Und mein Gang kommt ja nachher eh hier hin. Dann ist es auch wurscht, dann können wir hier einen Konstruktor neben setzen. Und den Platz noch nutzen. Zack. So, das von hier und du kriegst von hier. Brauchen wir hier lediglich einen Merger hinten dran. Quatsch, mit der Logistik. Kurve zu eng, ne? Super. Kann ich da eigentlich direkt an hinten dran setzen? Schade. Hm. Das klang erstmal gut, ne? Das auch nehmen wir so. Zack, du nach. Ach komm. Du dahin. Dann haben wir theoretisch genug Leistung. Praktisch müssen wir schauen. Meine Fresse, so ein Konstrukt. Nur damit wir Stahlbeton kriegen. Das hier auch, auf einen Millimeter, wa? Gucken wir gerade mal. Ob mich das eher zufriedenstellt. Ja. Geht zum Glück ohnehin nicht. Das geht. Und das ist besser. So. Es war irgendwie schön, aber irgendwie auch kacke. So. Jetzt müssen wir gucken, dass wir hier mehr Kalkstein zuführen. Wir haben ja aktuell nur 60 und das reicht da hinten und vorne nicht. Zack. Wieso habe ich hier eigentlich noch so eine Dinger? Egal. So, gucken wir mal einmal. Irgendwo hatten wir da noch was in der Nähe. Bing. Das ist der. Das ist der. 300 Meter. 65 Meter. Hier ist ja garantiert irgendwo noch. War nicht da hinten noch eins? Ich guck gleich mal. Erstmal gucken, ob hier noch irgendwie Kalkstein ist. Nein. Da liegt, glaube ich, nur einfach so Kalkstein. Was ist das? Das triggert mich. Was bist du? Das ist doch Schwefel, oder was? Ja! Wunderbar. Brauchen wir noch zum Forschen. Zack. Ist ja super. Können wir da noch ein bisschen forschen. Und wir müssen dann sowieso mal in die Mähm gucken, denn... in die Mähm sag ich schon. In die... Na, wie heißen sie noch? In den Schredder-Dings da. Ah, da haben wir noch mehr Kalkstein. Das ist doch herrlich. Oder? Ist das eine Quelle? Ich weiß es nicht. Wir gucken mal. Na los, hab ich den Scheiß. Aber ich befürchte, es ist keine Quelle. Ader, was auch immer. Ihr wisst, was ich meine. Meine Güte. Das hat ja mal ewig und drei Tage gedauert. Ne, kann ich leider keinen Miner draufsetzen. Sind hier in der Nähe echt nur die beiden? Das ist ja furchtbar tragisch.
Wo nehme ich denn das her? Hui. Wir gucken nochmal. Kalkstein. Kling. 300 Meter. Stimmt, da hinten hatten wir noch was gefunden, ne? Ist hier echt kein Kalk mehr? Das ist doch scheiße. Das nervt mich doch jetzt schon. Wie dem auch sei, wir müssen erstmal einen Miner hoch, diese beiden Xeno-Miner-Dinger da, diese kleinen Pissteile halt, einmal holen. Weil ansonsten kriegen wir das hier gar nicht rangeschaufelt. Zack. Rödel, rödel, rödel. Und Stahlbeton brauchen wir. 10 Stück. Sechs, sieben, acht, neun, zehn. Schwerer modularer Rahmen. Oh, wo schon? Ohoho. Alter Vater. Wo baue ich die denn? 4 Rohstoffe für den Scheiß. Na gut. Aber brauchen wir jetzt gerade noch nicht. Jetzt gerade brauchen wir nichts, was ich hier bauen könnte. Genau. Xenominer. Was ist hier los? Bau den. Ach komm. Ne, warte mal. Warum ist denn das nicht gestackt? Dass nicht das gleiche ist. Eisenerz und Kalkstein. So, einen Augenblick. Huhu. Na, was. Ja, na, was los? Ja, soll's geben. Weiß ich nicht, hab ich aber schon öfter gehört. Das ist ja irre. Ja. Ja, ich bin noch da, so könnt ihr mir jetzt sagen, was ihr von mir wollt. Ja, sehr gerne. Ja, sehr gerne. Die kann ich nachher mitbringen, ja. Rasenmäher, ja, den einen, der gar nicht mehr funktioniert, den kann ich mitbringen. Jo, das ist eine gute Idee. Sie hat schon gefragt, das ist ja herrlich. Nee, machen wir so. Alles klar, dann bis nachher gleich. Tschö. So, das war die Frau. So, wieder auf. So, entschuldigt, das war einmal meine Frau. Zack. Wir machen das jetzt hier aber noch fertig. Ich kann es ja kaum glauben. So, haben wir genug mit, um noch einen Miner zu setzen? Wir haben Rahmen, ja, wir haben alles da. Wenn mir jetzt zwischendurch hier der Stahl ausgeht, dann ist mir das egal, dann wird die Folge einfach abgebrochen. Ist auch ein Kuddelmuddel hier mittlerweile. Meine Fresse. Ich sehe ja selbst kaum noch durch. So, da bauen wir nachher ran. Und da hinten hatten wir Kalk. Kommt da echt noch so eine Lane ran? Meine Güte. Das Gute daran, dass ich da jetzt noch eine zweite Lane Eisen gebaut habe, ist, dass ich nachher nicht nachziehen muss, wenn ich die Miner wieder aufrüste. Dann dürfte ich nämlich auch bessere Fließbänder haben. Was willst du denn? Und mach die wahrscheinlich... und dann... Jetzt bin ich abgelenkt worden. Was ein Scheiß. Und den kriege ich da trotzdem genug weggeschleppt. Da ist der Kalk. Der Gute. Wahrscheinlich kann ich sogar vielleicht zwei bauen, wa? Obwohl der eine sieht... Nee, es ist nur einer. Nee, das ist nur einer. So, jetzt habe ich natürlich nichts mehr frei. Ach komm, leck mich doch. Hätte ich mal den Kalkstein im Moment haben. Aber gut. Das schreien wir nachher auch noch weg. Klack, klack, klack.
aufwendig ich das aber auch alles zu mir schleppe, ey. Vielleicht soll ich doch Züge voll machen. So, das hätten wir. Meiner Mark 2. Ich hätte jetzt natürlich auch einfach... Na, egal. Egal. Ganz regal. So, das Ganze geht nach da. Strom brauchen wir trotzdem. Hilft alles nichts. Na komm. Man sollte auch das Richtige nehmen. Was haben wir denn hier? Eisen? Noch mehr Eisen. Meine Fresse. Eisen haben wir en masse. Leitung zu lang. Dein Ernst? So. Dies passt. Und dann gehen wir jetzt mit dem Fließband einfach da hinten hin. Na komm. So. 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 Und dann kommen wir doch bestimmt schon hier rauf. Na, ist ja herrlich. Schön nach oben. Und dann ist es doch alles schön. Und da nochmal einen rauf. Na komm. Ach komm schon. Das ist ja... Was ein Mist, ey. Jetzt habe ich das extra so hochgebaut. Nein. Und dahin und sauber oben ran. So. So. Da gleich den nächsten. Ach komm schon. Auf den letzten Metern. Jetzt da die Rohre nachher weg wieder im Weg. Oh, ich kotze. Meine Güte. Ich nehme die Rohre, glaube ich, echt nach unten. Das ist so nicht zu ertragen. Aber wie dem auch sei. Ich habe es angekündigt. Der Stahl ist alle. Und ich mache dann auch Feierabend. Denn wir sind auch ziemlich glatt bei einer Stunde. Nochmal groß hin und her rennen. Führt nur dazu, dass ich nachher bei 1,5 Stunden bin oder sowas. Und deswegen geht es jetzt erstmal nicht weiter. Und hier diese blöde Ressourcenzufuhr sieht mittlerweile fast genauso schlimm aus wie bei unserem Versorgungstunnel. Ich muss das irgendwann, glaube ich, mal. Da ist eine Schnecke. Moment. Platz sind wir da? Ja. Das machen wir noch. Ne? Damit ich die Stunde ordentlich voll kriege. Das können wir uns noch gönnen. Das Schneckchen holen wir uns noch. Wir hätten auch einfach die Mine übertakten können, oder? Ich glaube, das ist viel sinnvoller. Und dann passt das auch so alles. Oh, da kommt doch irgendwer und will mir was. Wer will mir was? Ab hoch hier. Das. So, dann gucken wir mal hier runter. Oh. Da ist er. Zack. Komm hier, Schneckchen. Sieh mir in die Augen, Kleine. Klock. Unsere. Autsch, das tat weh. So, können wir unser Müll gleich mitnehmen. Wie viel kriege ich denn raus, wenn ich die hier übertakte? Dann geht es erstmal auf 150. Dann habe ich 45 Pounds. Dann habe ich 90. Perfekt, dann übertakte ich da einfach. Das ist hier nicht richtig. Hä? Stoße ich den hier gegen? Was ist denn das für ein Bug? Egal. Dann übertakte ich aber die eine Mine, dann habe ich doch genug. Ach, Müller, machst du es dir auch immer schwer. Ist das eine Schnecke? Hey. Nee, Früchte. Wie dem auch sei. Ne? Das war umsonst hier. Egal. Haben wir jetzt aber erstmal. Bis hierhin fühlt es ja schon mal. Fragt mich doch nicht, was ich hier mache. Ich habe doch auch keine Ahnung. Ich weiß es da auch nicht besser. Auf jeden Fall freue ich mich, dass ihr wieder zugeguckt habt, wenn ihr bis hier gekommen seid. Bin für Kommentare, Anregungen und sowas natürlich immer offen. Mein Handy piept mir schon wieder dazwischen, aber das ist völlig egal. Ich danke euch fürs Zugehen. Sag einfach bis zum nächsten Mal. Donnerstag kommt diese Woche jedoch 7 Days wieder. Ne, das heißt, wir sehen uns nächsten Montag wieder. Bis dahin, bleibt gesund. Euer Ragnar Bettlotson.